Computer aufzeichnen. Die Aufzeichnung läuft. Genau, und es soll nochmal gehen um dieses Thema ja, systematisches Durchsuchen von Graphen oder auch Graphtraversierung. Da macht man typischerweise zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, dass man eine Breitensuche durchführt. Das andere ist eine Tiefensuche. Das sind beides Sachen, die gehen sowohl für gerichtete als auch ungerichtete Graphen. Und es geht dabei darum, dass ich halt den Graph systematisch durchsuche. Das heißt, dass ich alle Knoten besuche, dass ich alle irgendwie Kanten berücksichtige, die es mir ermöglichen, überhaupt zu einem Knoten zu kommen. Und dass ich das mit der Systematik meint, dass ich halt Knoten nicht unnützerweise mehrfach besuche und da sozusagen einen gewissen Ablauf oder eine Ordnung reinbekomme. So, das wollen wir machen, um dann gleich im nächsten Schritt noch so zwei, drei Anwendungen zu erläutern. Das ist quasi hier die Grundlage. Was wir dabei machen werden, wir fangen bei einem Startknoten an. Ja? Der ist typischerweise vorgegeben. Und jeder Knoten, der im Laufe des Algorithmus untersucht wird, der hat einen dieser drei Zustände hier mit einer weißen Markierung. Da ist er noch undiscovered, also unentdeckt. Wenn er dann entdeckt wird, dann bekommt er eine grüne Markierung, dann nennen wir den Zustand discovered. Und wenn er quasi vollständig bearbeitet wurde, dann ist er completely explored. Initial hat nur ein Knoten den Zustand discovered. Alle anderen sind sozusagen noch unentdeckt und warten auf Entdeckung. Ja, das ist der Startknoten, mit dem wir die Suche beginnen. Und ja, was man typischerweise macht, wenn ich einen Knoten habe und dann die Nachfolgeknoten untersuche, dann muss ich das in irgendeine gewisse Reihenfolge bringen. Dazu verwendet man typischerweise eine weitere Datenstruktur, über die dann die Reihenfolge der Bearbeitung festgelegt wird. Und das machen wir hier im Beispiel der Breiten- und Tiefensuche mit Hilfe einer Queue und einer Stack. Das heißt, die Knoten, die wir neu entdecken, die werden halt dann in diese Datenstruktur reingelegt und nach wieder entnommen, um sie dann weiter zu bearbeiten. Ja, und uns interessiert natürlich ein Ansatz, sodass wir die Kanten möglichst wenig durchlaufen, dass wir also nicht Arbeit doppelt machen. Ja, und die Bearbeitungsreihenfolge, ich habe das gerade schon angedeutet, die wird typischerweise mit einem Stack organisiert, beziehungsweise mit einer Queue. Das sind beides Datenstrukturen, die Sie schon kennengelernt haben. Das heißt, wenn ein Knoten quasi neu entdeckt wird, dann wird er hier auf den Stack beziehungsweise in die Queue belegt. Ja, der aktuelle Knoten wird bearbeitet und wenn dann sozusagen ein nächster Knoten bearbeitet werden soll, wird er halt entsprechend aus dem Stack entnommen beziehungsweise aus der Queue entnommen. Und wenn ich das Ganze mit einem Stack organisiere, dann ergibt sich der Algorithmus der Tiefensuche und wenn ich das Ganze mit der Queue organisiere, ergibt sich die Breitensuche. Der Algorithmus ist dann eigentlich identisch. Ich gebe heute für den Stack einen etwas anderen Algorithmus an, wo wir den Stack nicht explizit verwenden, sondern implizit, indem wir das Ganze rekursiv implementieren. Okay, fangen wir mit der Breitensuche an, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Das haben Sie sich ja vielleicht auch schon angeguckt. Wie funktioniert das? Ich habe das hier mal aufgemalt. Wir starten mit einem Startknoten S. Das ist der erste Knoten, der hier in die Queue hineingeschrieben wird. Der ist jetzt sozusagen discovered, bekommt entsprechend diese grüne Markierung. Und was bei beiden Algorithmen gemacht wird, es wird ein ja, Suchbaum oder eigentlich müsste man es eigentlich eher nennen, so Entdeckungsbaum. Ja, das ist sozusagen der Baum, der entsteht, Baum als Datenstruktur, wenn ich ausgehend vom Startknoten S die einzelnen Knoten besuche. So, wenn ich S untersuche, was macht der Algorithmus? Der nimmt im Prinzip, muss die beiden Nachbarn nehmen, die kann er dann sozusagen entdecken.
und schreibt die dann in die Queue hinein. Ja, das sind, ich gebe die jetzt immer in lexikografischer Reihenfolge an. Die Reihenfolge ist im Prinzip beliebig. Das ist typischerweise wird ja so ein Graph als eine Adjazenzliste gespeichert. Dann hängt sicherlich davon ab, wie die Nachfolgeknoten in dieser Adjazenzliste von dem Knoten S gespeichert sind. Ich mache das jetzt immer mal in lexikografischer Reihenfolge. Wenn Sie das mal irgendwie implementieren, kann da durchaus eine andere Reihenfolge rauskommen. Also bei einem könnte sozusagen der als erster hier eingetragen werden und bei einer anderen beispielsweise auch das B als erster Knoten in diese Queue eingetragen werden. Das ist also hier nicht festgelegt. Hier werden auch bei dieser Breitensuche werden auch diese Abstandsmarkierungen gesetzt. Das ist sozusagen die Anzahl der Kanten, die ich durchlaufen habe, um ausgehend vom Startknoten zu dem jeweiligen Knoten zu kommen. So, jetzt wäre die Bearbeitung von dem Startknoten S abgeschlossen. Ja, der würde aus der Queue entfernt werden. Ich habe das jetzt hier nicht gelöscht, sondern ich lasse das einfach mal hier so durchgestrichen drinne. Ja, und jetzt würde quasi der nächste Knoten aus der Queue genommen werden. Das ist jetzt der natürlich ganz vorne. In diesem Fall wäre das das A. Ja, und da passiert genau das Gleiche. Der guckt sich die Nachbarn an und nimmt die Knoten, die noch nicht den Zustand discovered haben, nimmt er quasi neu auf. Ja, auch B ist ja Nachbar von A. Ja, aber aufgrund des hier jetzt mit dem grünen Kreis markierten Zustandes als discovered wird er erkannt. Das heißt, der muss nicht noch mal in die Queue aufgenommen werden, ja, da alle Knoten, sobald sie diesen Zustand discovered erreichen, hier in die Queue eingetragen werden. Und wenn jemand oder wenn ein Knoten schon diesen Zustand hat, dann muss er nicht noch mal neu eingetragen werden. Das heißt, bei der Bearbeitung von A werden D und C entsprechend in die Queue eingetragen. Die Abstandsmarkierung, die hier für diese beiden Knoten gesetzt wird, ist gerade die Abstandsmarkierung des Ausgangsknoten. Der hat ja den Wert 1 plus die eine Kante, die da drauf kommt. Das heißt, die beiden bekommen den Wert 2. Ja, und so geht das Ganze jetzt weiter. Das kann ich ganz kurz sagen hier. Diese beiden Knoten werden jetzt über den Knoten A entdeckt und hängen da sozusagen in den Suchbaum als Nachfolgeknoten unter dem Knoten A. Als nächstes würde jetzt der nächste Knoten aus der Queue entnommen werden, B. Da würde der Knoten E neu entdeckt werden, bekommt auch den Zustand discovered. Entsprechend die Markierung hier 2, 1 plus diese eine Kante. Ja, und so geht das Ganze weiter. E hängt hier unten dran in dem Suchbaum. C wird bearbeitet. Genau, da die beiden aber schon drinne stehen hier, passiert bei C gar nichts. Als nächstes wird D bearbeitet, da wird dann das F und das H neu entdeckt. Ja, die bekommen jeweils die Abstandsmarkierung 3, 2 plus 1, werden hier eingetragen. E wird bearbeitet, da wird das E neu entdeckt. Jetzt würde F entnommen werden, wird final bearbeitet, das heißt, bekommt den Zustand completely explored, in dem festgestellt wird, es gibt keine weitere Kante, die zu einem noch unentdeckten Knoten führt. Und so schließt sich das, indem nach und nach jetzt quasi die Knoten in der Queue final bearbeitet werden und alle auf den Zustand completely explored gesetzt werden. Ja, ein paar Eigenschaften. Die Breitensuche stößt auf alle Knoten mit Abstand k, bevor er auf Knoten mit Abstand k plus 1 trifft. Ja, das ist irgendwie logisch, weil das entsprechend so gesetzt wird. Und in diesem entsprechenden Suchbaum ist, wir haben ja hier nicht gewichtete Kanten, das heißt, alle Kanten zählen einfach nur mit Länge 1. Ja, wenn man von einem kürzesten Weg spricht, zählen wir also einfach die Kanten. Und dieser Suchbaum enthält jetzt jeweils kürzeste Wege, ausgehend von dem Startknoten zu einem jeweiligen Knoten. Ja, beispielsweise hier Knoten F über drei Kanten. Das war diese Abstandsmarkierung, die wir hier gesetzt haben. Ist das entsprechend der kürzeste Weg? Ja, wie kann man das
Umsetzen, im Prinzip diesen Gedanken, den wir da gerade verfolgt haben, lässt sich eigentlich mehr oder weniger eins zu eins hier so in Pseudocode überführen. Ja, zunächst mal eine Initialisierung, in dem alle Zustände auf undiscovered gesetzt werden, oder die Zustände aller Knoten auf undiscovered gesetzt werden, die Abstandsmarkierung auf irgendeinen Wert gesetzt werden, der im nächsten Schritt sicherlich verkleinert wird oder hat irgendeinen initialen Wert bekommen. Dann könnte man auch mit in so einem Feld P hier den Vorgang oder Vorgängerknoten speichern. Ja, dann quasi die Initialisierung des Startknotens. Ja, der Zustand des Startknotens wird auf Discovered gesetzt. Für den gibt es keinen Vorgängerknoten. Der hat den Abstand 0 zum Startknoten. Und das ist der erste Knoten, der hier in diese Queue eingetragen wird, die wir mit Q bezeichnen. Ja, und dann ist diese gesamte Breitensuche eigentlich nur eine Schleife, nämlich die Bearbeitung dieser Queue. Ja, solange die Queue nicht leer, nehmen wir uns den ersten Knoten raus. Dann machen wir irgendwas damit, beispielsweise eine Ausgabe, je nachdem, was der Algorithmus halt irgendwie verlangt. Ja, und dann gucken wir uns alle Nachfolger an. Das heißt, wir gehen durch die Adjazenzliste. Ja, hier ist jetzt was ich eben schon mal sagte, die Reihenfolge ist nicht festgelegt, mit der die bearbeitet werden. Ja, dann wird die Kante quasi bearbeitet, falls da irgendwas mitgemacht werden soll. Also ich meine das immer, wenn der Algorithmus in irgendeine weitere Aufgabe eingebettet ist, dann möchte man vielleicht hier irgendwas mit der Kante machen oder man möchte irgendwas mit dem Knoten machen. Darum steht das da so als Pseudocode drin. Ja, und dann gucken wir uns an, ist dieser Nachfolgeknoten, ist der noch undiscovered? Wenn das der Fall ist, dann wird er auf discovered gesetzt. Er bekommt entsprechend die Abstandsmarkierung gesetzt, er bekommt entsprechend den Vorgängerknoten gesetzt und er wird in die Queue eingetragen. So, wenn dann alle Kanten bearbeitet sind, hier diese Vorschleife durchlaufen wurde, dann wird hier haben wir den Knoten uns nur rausgenommen, aber nicht gelöscht, dann wird er hier gelöscht. Der Knoten ist jetzt vollständig bearbeitet und bekommt entsprechend diesen Zustand hier. Ja, das alles ist noch innerhalb der While-Schleife. Ich hätte hier vielleicht nochmal so ein End-While hier unten drunter schreiben sollen, sodass das nicht ganz so gut erkennbar. Ja, aber das ist sozusagen die While-Schleife von Zeile 10 bis Zeile 20. Das wird jetzt so lange gemacht, bis alle Knoten quasi durchlaufen wurden. Ja, das hatte ich gerade schon gesagt. Die Breitensuche durchläuft den Graphen in der Breite. Das hatten wir eben auch schon gesagt. Am Ende des Algorithmus gilt, dass quasi die Länge des kürzesten Weges von dem Startknoten zu einem Knoten gerade dieser Abstandsmarkierung ist, beziehungsweise unendlich, falls der Knoten nicht erreicht wird. Das kann ja auch noch der Fall sein, dass der Knoten oder dass der Graph nicht zusammenhängend ist und ein Knoten noch gar nicht erreicht wird. Genau, und der Graph ist zusammenhängend, genau dann, wenn diese Abstandsmarkierung am Ende des Algorithmus für jeden Knoten gesetzt ist. Kurze Analyse. Initialisierung läuft in O von V. Da müssen wir durch alle Knoten einmal durch. Hier im Wesentlichen diese Schleife. Jede Kante wird genau zweimal besucht, nämlich für jeden Endpunkt genau einmal. Jeder Knoten wird nur einmal in die Queue eingetragen, ja, da immer geprüft wird, ob er nicht bereits discovered ist. Ja, denn wenn er discovered ist, ist er in der Queue drin und ein Eintrag erfolgt nur dann, wenn der Knoten noch undiscovered ist. Ja, die Adjazenzliste wird durchlaufen, wenn ein Knoten entfernt wird. Ja, hier ist die Adjazenzliste und mit dem Durchlaufen dieser Adjazenzliste wird der Knoten hier auch wieder entfernt. Die Summe der Länge aller Adjazenzlisten ist O von E, das sind nämlich gerade alle Kanten und das heißt, als Aufwand haben wir gerade im Prinzip den Durchlauf durch alle Adjazenzlisten, das passiert hier quasi in dieser Schleife, plus die Initialisierung hier oben O von V, das heißt, der Gesamtaufwand ist V plus E, also Anzahl der Knoten plus Anzahl der Kanten. So, das ist die Breitensuche. Jetzt ganz kurz nochmal die Tiefensuche, verläuft ähnlich. Man kann das über einen Stack machen, indem man im Prinzip das, was man gerade gemacht hat, die Queue ersetzt durch einen Stack.
Das heißt, dann wird die Bearbeitungsreihenfolge anders organisiert natürlich. Das heißt, man geht nicht in die Breite, sondern sobald ein Knoten quasi eingetragen wird, geht man in die Tiefe dieses Graphen. Darum halt auch der Begriff Tiefensuche. Die Lösung, die ich jetzt hier gleich vorstelle, verläuft ein klein bisschen anders. Die verwendet diesen Stack nämlich gar nicht explizit als Datenstruktur, sondern organisiert das über eine Rekursion. Das heißt, bei einer Rekursion, Sie erinnern sich dunkel, das haben die meisten von Ihnen bei der Implementierung von Quicksort ja gelernt. Da gibt es sowas wie einen Stack, auf dem die rekursiven Aufrufe der Funktion, bei dem Quicksort war das ja, gespeichert werden. Ja, und dann nach und nach auch wieder abgearbeitet werden. Oder halt, wenn der Stack überläuft, dann halt auch das Programm abstürzt. Da haben wir das irgendwie sozusagen explizit erfahren. Und wir machen das jetzt hier so, dass wir das ganze Ding in rekursiv implementieren und entsprechend die Organisation der Knotenbearbeitung durch diesen Aufrufstack erfolgt. Es werden Zeitstempel verwendet, und zwar einmal zum Zeitpunkt, wenn der Knoten den Zustand discovered bekommt und dann, wenn der Knoten den Zustand completely explored bekommt, dann sagen wir irgendwie Feld D für discovered, F für finished, wenn sozusagen Zeitmarken gesetzt. Ja, gucken wir uns das mal an. Wir starten wieder mit demselben Graphen im Zustand S, bekommt initial den Zustand discovered. Jetzt würden wir auch quasi uns einen Knoten aus der Adjazenzliste nehmen, packen den auf den Stack drauf. Und aber anstelle jetzt sozusagen den nächsten Knoten auch anzugucken, wie wir das eben bei der Breitensuche gemacht haben, wird jetzt erst dieser Knoten hier weiter bearbeitet. Nee, stimmt gar nicht. Noch genau, der Knoten wird nicht bearbeitet, sondern der Knoten wird weiter bearbeitet. Ja, aber der wird sozusagen, das B wird jetzt nicht von S entdeckt, sondern es wird von A entdeckt. Ja, das gebe ich hier durch diese grünen Kanten mit an. Weil ich, wie ich das eben auch schon mal sagte, die Adjazenzlisten einfach jetzt in lexikografischer Reihenfolge sortiert habe. So habe ich das jetzt hier angenommen. B, C, E, darum wird das B jetzt vor diesen beiden entdeckt. Ja, bei einer realen Implementierung und wenn man sich nicht darum kümmert, wie diese Adjazenzlisten organisiert sind, könnte hier natürlich genauso gut der Knoten C oder D jetzt als nächstes ausgewählt werden. Hier dieser Zeitstempel, das ist einfach ein fortlaufender Integerwert, der fängt bei 1 an mit dem Startknoten, zweite Knoten, der entdeckt wurde, dritte Knoten, der entdeckt wurde, hier jeweils wieder auch der Vorgängerknoten. Von dem aus ein Knoten entdeckt wurde, von B aus das C, von C aus das D. Ja, Sie sehen, der Stack baut sich hier auf, von D aus das E, dann das F, dann müsste das G dran kommen. So, jetzt gibt es keinen Knoten ausgehend von G, der noch nicht den Zustand discovered hat. Das heißt, der würde jetzt in den Zustand wechseln, completely explored. Bekommt dann entsprechend hier diesen Finished Timestamp gesetzt als nächsten Wert in unserem aufsteigenden Zeitzähler, so will ich ihn mal nennen. Ja, bei F genau das Gleiche. W wird sozusagen vom Stack entnommen. Also Knoten wird immer dann vom Stack entnommen, wenn er completely explored ist. Das F wird auf completely explored gesetzt, der entsprechende Zeitstempel wird gesetzt. Und so geht das Ganze rückwärts, bis man beim D ankommt. Von D aus wird jetzt noch ein neuer Knoten entdeckt. Das ist das H. Der wird entsprechend verarbeitet. Es gibt keine weiteren Kanten ausgehend von H. Bekommt den Zustand completely explored, wird abgearbeitet. Und so geht das Ganze zurück, bis der Stack vollständig abgebaut ist. Alle Knoten den Zustand completely explored bekommen. Genau, das sind quasi die Kanten des Suchbaumes, der hier quasi definiert wurde durch diese Suche. Und auch hier
wie ich gerade schon sagte, das jetzt nicht mit einer expliziten Verwendung eines Tags, sondern implizit, indem wir sagen, hier genau das Gleiche wie eben, Initialisierung. So, und jetzt machen wir im Prinzip für jeden Knoten des Graphen, wenn der Knoten noch undiscovered ist, starten wir einen rekursiven Aufruf von DFS-Visit. Diese Implementierung hier berücksichtigt jetzt auch den Fall, falls ein Graph aus mehreren Teilen besteht. Ja, ich hatte das eben gesagt, wenn ein Graph aus mehreren Zusammenhangskomponenten besteht, dann müsste man, das war eben in der Implementierung oder im Code, den ich bei der Breitensuche angegeben habe, war das nicht berücksichtigt. Ja, der ist nur einmal gestartet und wenn dann irgendwelche Knoten nicht erreicht werden, dann würden die gar nicht bearbeitet werden. Das haben wir hier anders gemacht. Ja, hier läuft eine Schleife über alle Knoten. Ja, und sobald ein Knoten undiscovered ist, startet hier der Aufruf von DFS-Visit. Ja, das ist quasi das Ding, was rekursiv aufgerufen wird. Im Grunde wird dann das Gleiche gemacht wie eben auch. Ja, der Zustand wird auf discovered gesetzt. Dieser Zeitmarke wird entsprechend gesetzt, wird inkrementiert. Mal gucken wir uns die adjazenten Knoten an, durchlaufen also die Adjazenzliste hier in der Schleife. Ja, und für jeden Knoten, der noch nicht discovered wurde, starten wir halt jetzt einen rekursiven Aufruf von DFS-Visit. Ja? Das ist genau die Idee dessen, was ich gerade gezeigt habe. So, und wenn wir hier zurückkommen, wenn es dann keine weiteren Nachfolgeknoten mehr gibt, ja, dann wird der Zustand auf Completely Explored gesetzt, die Finish Time wird gesetzt und der Zeitzähler wird wieder um einen hochgesetzt. Ja. Auch hier ganz kurze Analyse. Laufzeit ist genauso wie bei der Breitensuche. Auch hier wieder O von V für die Initialisierung. Dann haben wir da eine Schleife über alle Knoten. Ja, und wenn wir beispielsweise mit einem Aufruf hier von DFS-Visit nicht alle Knoten erreichen, ja, dann kommen wir irgendwann hier zurück, ja, und würden dann in der Schleife noch die Knoten bearbeiten, die halt bislang noch nicht entdeckt wurden. Das heißt, wenn ein Graph aus mehreren Zusammenhangskomponenten besteht, dann werden die da auch entsprechend entdeckt. Ja, der eigentliche Aufruf von DFS-Visit. Ein Aufruf je Knoten, ja, also maximal wird das einmal aufgerufen. Die Schleife ist wieder O von E, im Prinzip genauso wie eben. Und in Summe ergibt sich dann O von V plus E, das ist die gleiche Laufzeit, wie wir das eben auch bei der Breitensuche hatten. Gucken wir uns das mal an. Ich hatte das gerade schon gesagt. Zusammenhängende Graphen, ja, was ist das überhaupt? Dazu zunächst so zwei, drei kleine Definitionen. Wir betrachten jetzt einen Graphen bestehend aus Knoten und Kanten. Und wir sagen, zwei Knoten V und W von G heißen verbindbar, wenn es einen Kantenzug von V nach W gibt. Und sind je zwei Knoten von G verbindbar? Also man kann zwei beliebige Knoten aus G auswählen. Ja, so heißt der Graph zusammenhängend. Also egal, welche zwei Knoten Sie wählen, wenn es einen Kantenzug bzw. einen Weg dazwischen gibt, dann ist der Graph zusammenhängend. Ja, dieses Thema Verbindbarkeit ist eine Äquivalenzrelation. Sie sind an sich dunkel. Das ist sowas, was Sie in Mathematik vielleicht kennengelernt haben. Es ist eine Eigenschaft einer Relation, die bestimmte Dinge erfüllen muss. Da gehe ich jetzt mal drüber hinweg. Das ist an dieser Stelle vielleicht nicht so relevant. Ja, das hier beispielsweise, das könnte man als ein Graph betrachten. Man könnte das aber auch als zwei Graphen betrachten. Ja, hier jetzt als zwei Graphen, hier so grün eingekreist, so in so einem leichten Grün. Ja, man kann das Ganze aber auch betrachten als ein Graph, der aber aus zwei Zusammenhangskomponenten besteht. Und wenn wir uns jetzt da oben diese Definition auch mal angucken, ja, innerhalb dieser zwei Zusammenhangskomponenten
sind je zwei Knoten verbindbar. Das heißt, egal welchen der Knoten von A, B, C und D Sie wählen, Sie finden immer einen Weg zwischen diesen beiden Knoten. Ja? Von B nach D kommen Sie, indem Sie so gehen oder so gehen, ist ganz egal. Ja? Sie kommen aber nicht von A nach E. Ja? Da gibt es keine Kante, auch nicht über irgendwie einen der anderen Knoten. Das heißt, dieser Graph an dieser Stelle ist nicht zusammenhängend, wenn man das als ein Graph betrachtet. Ja, und das, was sozusagen in sich zusammenhängend ist, die Teile, das sind die sogenannten Zusammenhangskomponenten. Ja, das heißt, dieser Graph besteht aus zwei Zusammenhangskomponenten, A, B, C, D und E, F, G. Das ist häufig eine Voraussetzung für Algorithmen, dass ein Graph zusammenhängend ist. Das heißt, manchmal kommt man in die Situation, dass man prüfen möchte, ob ein Graph denn zusammenhängend ist. Und wenn es nicht der Fall ist, dass man dann die Zusammenhangskomponenten bestimmt. Ja, und da wollen wir uns angucken, wie wir das machen können. Das ist nämlich einfach nur eine Anwendung der Tiefensuche. Ich habe jetzt hier, das ist der gleiche Algorithmus, den wir eben auch hatten. Ich habe den jetzt ganz klein bisschen modifiziert. Und zwar habe ich einen zusätzlichen Zähler eingefügt. Und zwar hier an dieser Stelle. Ich habe einfach irgendwie so einen Component-Counter eingefügt. Und was ich noch gemacht habe, hier als Array angedeutet, ein Array, wo eingetragen wird, zu welcher Zusammenhangskomponente ein Knoten gehört. Ja, wird hier initialisiert auf 0. So, dann haben wir hier die Initialisierung sowohl unserer Zeit als auch von diesem Komponenten-Counter jeweils mit 1. Da machen wir genau das gleiche wie eben auch. Für jeden Knoten, wenn der noch nicht discovered wurde, dann starten wir Aufruf von DFS-Visit mit U. Wir übergeben zusätzlich den Komponenten-Counter. Ja, dann steigen wir hier ein. Der wird hier entsprechend gesetzt. Ja, auch dieses Array wird gesetzt, also die Nummer der Zusammenhangskomponente. Und wenn wir ausgehend von einem Knoten U weitere Knoten entdecken, hier unten in diesem Durchlauf, dann sind die alle in einer Zusammenhangskomponente. Das heißt, innerhalb hier von diesem Teil darf ich diesen Komponenten-Counter nicht erhöhen. Ja. Erst wenn ich quasi hier zurückkomme, dann wird der genauso bearbeitet wie eben auch. Ja, wenn ich quasi den ersten Aufruf hier vollständig durchlaufen habe, läuft alles mit dem gleichen Komponenten-Counter. Wenn ich da zurückkomme, an diese Stelle, ja, dann sind ja quasi nur noch diese Knoten nicht besucht, die ich halt ausgehend von dem ersten Knoten, von dem Startknoten nicht entdeckt habe. Ja, erst dann wird dieser Komponenten-Counter um 1 erhöht. Ja, und man würde dann, das war ja diese Schleife hier oben, würde dann sozusagen in den nächsten Durchlauf hier einsteigen und würde dann die zweite Zusammenhangskomponente entdecken. Ja, wenn wir dieses Beispiel, was wir da eben hatten, A, B, C, D, ja, ausgehend von A beispielsweise als Startknoten, würde man halt die Knoten B, C und D entdecken. Dann kommt man irgendwann hier zurück, ja, würde feststellen, E, F und G sind noch nicht entdeckt. Der Komponentencounter würde erhöht werden um 1. Es geht in den nächsten Durchlauf. Man würde beispielsweise bei E einsteigen, um die zweite Zusammenhangskomponente vollständig zu entdecken. Also in ungerichteten Graphen ist das ganz einfach und erweitert einfach so ein bisschen die Breitensuche. Man könnte auch die Tiefensuche in diesem Fall, man könnte aber auch die Breitensuche entsprechend anpassen. Ja, wenn man das hier auch mit einbaut, das hatten wir eben in dem Code von der Breitensuche nicht gemacht, dass quasi wirklich alle Knoten des Graphen untersucht werden. Also es ändert sich auch nichts hier an der Laufzeit. Das habe ich alles gerade schon erläutert. Genau, so in gerichteten Graphen oder die Graphen für Directed Graphs ist das ein klein bisschen komplizierter. Da müssen wir die Begrifflichkeit zunächst nochmal schärfen.
Wir nennen den Graphen schwach zusammenhängend, wenn man quasi die Kanten, also wenn zwei Knoten verbindbar sind, aber die Kantenausrichtung ignoriert. Ja, wir haben ja bei gerichteten Graphen die Nutzung der Kanten in nur eine Richtung. Und wir sagen, der Graph ist schwach zusammenhängend, wenn zwei Punkte über einen zulässigen oder nicht zulässigen Weg, das heißt, wir verwenden die Kante entgegen ihrer Ausrichtung, verbunden sind. Uns interessiert aber vielmehr der starke Zusammenhang, nämlich die Frage, ob zwei Knoten über einen zulässigen Weg verbunden sind, das heißt entsprechend ihrer Kantenausrichtung. Ja, zwei Knoten V und W heißen stark zusammenhängend, wenn sie untereinander erreichbar sind. Das heißt, es gibt gerichtete Wege von V nach W, aber auch in die andere Richtung, von W nach V. Also beide Knoten können sozusagen jeweils erreicht werden. Und ein Graph heißt, oder die Graph heißt stark zusammenhängend, wenn alle seine Knoten stark zusammenhängend sind. Ja, das heißt, für je zwei Knoten gilt, es gibt sowohl einen Weg von dem einen zu dem anderen, aber auch von dem anderen wieder zurück zu dem Ausgangsknoten. Gucken wir uns mal Beispiele an. Graph mit nur einem Knoten, der ist auf natürliche Weise stark zusammenhängend. Auch sowas ist stark zusammenhängend, ja. Ich komme von 2 nach 3 und ich komme von 3 nach 2. Dreieck ist auch ein Beispiel für einen stark zusammenhängenden Graphen. Von jedem Knoten komme ich zu jedem anderen und auch wieder umgekehrt. Ja. Es gibt nicht immer die direkte Kante, wie hier beispielsweise zu sehen. Ja, ich komme von 1 nach 3 und von 3 nach 1 komme ich über eine direkte Kante und von 1 nach 3 muss ich halt über zwei Kanten laufen. Das spielt dabei keine Rolle, die Länge der Wege. Es muss nur diese Möglichkeit geben, von A nach B und B nach A zurückzukommen. Auch das sieht man jetzt nicht sofort, aber auch das ist ein stark zusammenhängender Graph. Egal, welche Knoten Sie wählen, Sie finden immer einen Weg von A nach B und von B nach A zurück. Nehmen wir mal beispielsweise von 2 nach 13. Ja, ich komme von 2 nach 13 und von 13 nach 2 komme ich auch, indem ich hier oben lang laufe. Ja, und egal, welche Knoten Sie da jetzt wählen, auch das ist ein stark zusammenhängender Graph. Das hatte ich eben schon mal gesagt. Starker Zusammenhang ist eine Äquivalenzrelation. Äquivalenzrelation ist quasi eine Menge, auf der, oder eine Relation, die die folgenden Eigenschaften hat. Die ist einmal reflexiv, das heißt, in diesem Zusammenhang, jeder Knoten V ist mit sich selbst stark zusammenhängend. Das ist quasi dieses Beispiel hier oben. Symmetrisch sind V und W stark zusammenhängend. Dann sind auch W und V stark zusammenhängend. Das ist gerade diese Definition des starken Zusammenhangs, dass es halt sowohl einen Weg von dem einen als auch zum anderen gibt. Und die dritte Eigenschaft von Äquivalenzrelationen, das ist, dass sie transitiv ist. Das heißt, sind V und W stark zusammenhängend und W und X, dann sind auch V und X stark zusammenhängend. Ja, man könnte jetzt das hier an dem Beispiel machen, so wenn 2 und 3 stark, 2 und 5 stark zusammenhängend sind und 5 und 13 beispielsweise, dann können wir daraus schon folgern, dass dann auch 2 und 13, ja, indem wir erst zu 5 und dann von 5 zu 13 kommen und auch jeweils wieder zurück. Ja, das macht eine Äquivalenzrelation aus. Die taucht an verschiedensten Stellen in der Informatik auf, auch in der theoretischen Informatik, die Sie ja eventuell auch bei mir belegen, kommt das des Öfteren vor, ist ein wichtiges mathematisches Konstrukt. Hier sieht man das beispielsweise, diese starken Zusammenhangskomponenten. Da sieht man jetzt hier nicht auf den ersten Blick. Ich gebe die einfach mal an. Knoten 1, von dem aus geht es zu keinen anderen Knoten. Das heißt, das ist sozusagen so eine isolierte Komponente, die aus nur einem Knoten besteht. Genauso der hier ist isoliert. Ich gebe die jetzt einfach mal an. 7 und 8 bilden eine starke Zusammenhangskomponente. Man sieht hier von hier beispielsweise, es gibt von außen keine Kanten hier rein. Ja, das heißt,
Da kann es keinen Knoten außerhalb dieser beiden geben, sodass da überhaupt die Möglichkeit besteht des starken Zusammenhangs. Dann haben wir das Ding hier unten. Ja, da kommen sie von jedem Knoten zu jedem anderen und auch in die andere Richtung. Und ich meine, das Ding hier ist auch eine starke Zusammenhangskomponente. Auch da erreichen sie jeden Knoten von jedem anderen auf quasi Hinweg und Rückweg. Sie erinnern sich vielleicht in der Mathematik, die Äquivalenzrelation teilt die zugrunde liegende Menge in Äquivalenzklassen ein. Und das sind hier gerade diese Zusammenhangskomponenten, das sind gerade die Äquivalenzklassen dieser Äquivalenzrelation. So, es gibt einen recht pfiffigen Algorithmus von Kosaraju und Sharir, der jetzt zweimal die Tiefensuche verwendet, um die Zusammenhangskomponenten zu berechnen. Und zwar funktioniert der wie folgt. Das gucken wir uns gleich auch noch ein Beispiel an. Der führt erstmal eine Tiefensuche aus, berechnet da im Prinzip diese Finish-Zeiten für jeden Knoten. Das war diese Tabelle, die wir da gefüllt haben. Dann drehen wir die Kanten im Graph um. Wir bilden den sogenannten transponierten Graphen. Das ist einfach der Graph, der aus der gleichen Knotenmenge besteht, aber alle Kanten umgedreht hat. Und führen nochmal eine Tiefensuche aus. Und bearbeiten die Knoten aber jetzt entsprechend ihrer umgekehrten Sortierung dieser Finish-Zeiten. Ja, und mit so einem Durchlauf von der Tiefensuche ergibt sich ja so ein Suchbaum. Ja, und wenn der Graph in mehreren Zusammenhangskomponenten zerfällt, ja, dann ist das nicht ein zusammenhängender Baum, sondern es sind im Prinzip mehrere Bäume, die werden in diesem Zusammenhang dann auch als ja, DFS-Wald bezeichnet, ja, als eine Menge von Bäumen. Und das Ding gucken wir uns einfach mal an als Beispiel. Ja, wir nehmen mal diesen Graphen hier, starten jetzt eine ganz einfache Tiefensuche. Ich glaube, ich beginne bei A, wenn ich mich nicht täusche. Genau, wir setzen den auf Discovered, setzen da entsprechend die Einträge in der Tabelle hier, entdecken dann beispielsweise den Knoten B, auch der wird discovered, bekommt den entsprechenden Eintrag, setzen den Vorgängerknoten hier. Ja, von da aus entdecken wir den Knoten C, wir entdecken den Knoten D. Wir entdecken den Knoten G. Von G aus entdecken wir H. H hat keine weiteren Ausgangskanten. Das heißt, der wird final bearbeitet. Wir können G final bearbeiten. D wird final bearbeitet. C wird final bearbeitet. B wird final bearbeitet. Entsprechend werden halt hier immer diese Finish-Zeiten eingetragen. A wird final bearbeitet. So, jetzt kommen wir quasi auf die äußerste Stelle dieses Durchlaufens aller Knoten zurück. Es würde jetzt der nächste Knoten, der noch nicht discovered ausgewählt, das wäre hier jetzt beispielsweise der Knoten E, wenn ich mich nicht täusche. Ah, nee, genau, jetzt zeige ich es nochmal. Ja, wir kommen jetzt sozusagen, jetzt haben wir den ersten Aufruf hier ausgehend von A sind wir hier eingestiegen. Den ersten Aufruf haben wir beendet. Jetzt kommen wir an diese Stelle zurück. Und jetzt kommen wir hier an die Stelle, wo wir nach weiteren Knoten suchen, die noch undiscovered sind. Das wäre jetzt beispielsweise der Knoten E. Je nachdem, in welcher Reihenfolge mir die dann sozusagen gegeben werden, hätte es jetzt auch der Knoten F sein können. Ich habe jetzt hier mal wieder den Knoten E ausgewählt. Der bekommt entsprechend die nächste Markierung. F bekommt die Markierung, wird discovered, wird final bearbeitet, bekommt den Zustand completely explored. Das gleiche passiert mit E. Na, Sie sehen, der Knoten A, das war unser erster Startknoten, der Knoten E war unser zweiter Startknoten. Die haben beide keinen Vorgängerknoten. So, jetzt, was macht man jetzt? Jetzt bestimmt man den Graphen durch
Umkehrung aller Kanten. Das wäre jetzt dieser hier. Das Einzige, was man tut, man dreht alle Kanten um. Aus BD wird DB beispielsweise. Und führt da jetzt auch eine Tiefensuche durch. Und jetzt bei der Knotenauswahl in der äußersten Schleife wählt man aber jetzt, startet man mit dem Knoten, der sozusagen den höchsten Finish-Wert hat. Wenn man das tut, ja, man fängt also mit E an. Von E aus kommt man zu F. Ich mache das jetzt nicht nochmal so ausführlich wie eben. Kommt man dann zum Knoten F. Von da gibt es keine weiteren Knoten. Die beiden werden beendet. Und dann würde man sozusagen EF, waren die beiden mit dem höchsten Finish-Wert, dann würde man mit dem Knoten A weitermachen. Ja, der hat als Finish-Wert den Wert 12. Ja, das wäre jetzt sozusagen der nächste Einstieg für die Tiefensuche. Ja, darum bekommt der hier nach 1, 2, 3, 4, ist das der nächste Knoten. Ja, und so macht man dann mit der Tiefensuche weiter. Es ergibt sich dann im Prinzip diese Tabelle hier, ja, mit entsprechend den Zeiten. Der Baum der entdeckten Knoten, das ist das hier. Das ist, wenn man das einmal durchführt, diese Tiefensuche in diesem transponierten Graphen, ja, dann wird einmal, das ist diese äußerste, zeige ich nochmal ganz kurz, Tiefensuche hier, das Ding. Ja, Entschuldigung. Okay. Achso, da. So, ich starte jetzt im Prinzip diesen DFS-Durchlauf in dem transponierten Graphen. Und jedes Mal, wenn ich hier sozusagen wieder hinkomme und einen neuen rekursiven Aufruf starte, dann entsteht quasi ein neuer, ja, DFS-Bau. Und das ist das, was jetzt hier sozusagen eingezeichnet wird. Das ist der hier. Ja, als erstes wurde der Baum EF entdeckt. Dann startet man mit A, entdeckt da C und B. Ja, das ist quasi der Teil hier. Dann identifiziert man D und G als nächsten Baum. Und der vierte Durchlauf, der hat nur den einzelnen Knoten H. Ja? Und das sind jetzt im Prinzip auch die vier Zusammenhangskomponenten in dem ursprünglichen Graph. Ja, das ist wieder der Graph in der ursprünglichen oder mit der ursprünglichen Kantenausrichtung. Das ist eine Zusammenhangskomponente. Das ist eine Zusammenhangskomponente. Und das ist die vierte Zusammenhangskomponente. Auch da gucken wir uns ganz kurz an, wie aufwendig ist das? Naja, der erste Aufruf hatten wir jetzt eben, die Tiefensuche O von V plus E. Den transponierten Graphen, da muss man einmal durch die ganzen Adjazenzlisten, einmal durch den ganzen Graphen durchlaufen, den kann man auch in V plus E konstruieren. Dann nochmal in dem transponierten Graphen, der hat ja nicht mehr und auch nicht weniger Knoten und Kanten als der ursprüngliche Graph. Auch das ist wieder O von V plus E. Ja, und die Sachen können wir dann im Prinzip direkt ablesen. Das heißt, als Gesamtaufwand ergibt sich auch O von V plus E. Der formale Beweis ist relativ trickreich, auch relativ lange ist der. Den können Sie nachlesen in dem, den mache ich jetzt nicht, nachlesen in dem Buch von Van Kormen, Algorithms. Idee ist halt, wir müssen halt die Knotenmengen identifizieren, sodass je zwei Knoten in einer Menge vereinbar sind. Verbindbar müsste man da eigentlich stehen, da hat man wieder die Rechtschreibkorrektur von meinem Rechner hier irgendwie einen Streich gespielt. Also die je zwei Knoten in einer Menge müssen verbindbar sein. Ja, und dann mit der ersten Tiefensuche identifiziert man sozusagen die
erste Richtung. Und der Rückweg, ja, das bedingt ja dieses Verbindbarsein, ja, das machen wir mit der zweiten Tiefensuche in dem transponierten Graphen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man diese Zeiten von dem ersten DFS-Lauf nicht berücksichtigt. Das können Sie vielleicht einfach mal ausprobieren. Im Allgemeinen funktioniert das dann nicht. Dann kommen nicht die Zusammenhangskomponenten raus. Also es ist eine wichtige Voraussetzung, dass Sie diesen ersten Durchlauf machen, da diese Zeiten berechnen und dann entsprechend dieser Zeiten die Reihenfolge des zweiten Durchlaufs organisieren. Okay, das war der Fall von Zusammenhangskomponenten. Auch das ist quasi so ein Algorithmus, den man vielleicht vor einem anderen Algorithmus vorwegstellt, ob ein Graph überhaupt zusammenhängend ist. Zweites Beispiel, wo wir auch wieder hier so Graphtraversierung nutzen können, ist der Fall von bipartiten Graphen. Was ist ein bipartiter Graph? Graph heißt bipartit, wenn er in zwei Teile zerfällt. Und zwar zerfallen meint, es gibt nur Kanten von dem einen Teil in den anderen, beziehungsweise umgekehrt. Ja? Das ist quasi hier der erste Teil, das ist der zweite Teil. Also die Knotenmenge zerfällt in zwei Teile. Ja, das ist die erste Teilmenge von Knoten, das ist die zweite Teilmenge von Knoten. Und es gibt keine Kanten innerhalb dieser Knotenmengen, sondern es gibt nur Kanten von der einen Menge in die andere Menge. Das heißt formal, ein Graph heißt bipartit, falls gilt, V besteht aus einer Vereinigung von X und Y, eine disjunkte Vereinigung, das heißt X und Y haben keine gemeinsamen Elemente. Und für jede Kante ist das ein Element aus der einen Menge, das andere, der andere Knotenelement aus der anderen Menge. Ja, oder Umgangssprache, die Knotenmenge von G lässt sich in zwei disjunkte Teilmengen zerlegen und jede Kante geht von der einen Menge in die andere Menge. Ja, auch dazu nochmal, das machen wir jetzt mal spontan hier so. Denken Sie mal ein, zwei Minuten nach und überlegen mal, wie man das überprüfen könnte. Ja, also man möchte quasi eine Routine haben, die einem die Aussage liefert, ob ein Graph bipartit ist oder nicht. Ja, denken Sie mal 2 Minuten nach, und dann sammeln wir ganz kurz und dann gucken wir mal, was die Lösung sein kann. So, haben Sie eine Idee, wie man das machen könnte? Man könnte vielleicht die einzelnen Knoten färben oder markieren, sodass man dann zum Beispiel
einen grünen Knoten hat und alle Knoten, die mit dem verbunden sind, müssen dann zum Beispiel rot markiert werden. Und dass man dann für jeden roten Knoten, dass der nur mit grünen Knoten verbunden sein kann. Und wenn man dann auf einen Widerspruch stößt, also quasi einen Knoten hat, der dann zwei Farben haben könnte, dann weiß man eben, dass es kein bipartiter Graph ist. Genau, und dann betten Sie das Ganze einfach ein in so eine Breitensuche oder eine Tiefensuche. Genau, so kann man das wunderbar machen. Ich habe mal nicht Rot und Grün verwendet, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, Mensch, es gibt ja vielleicht Studierende mit Rot-Grün-Schwäche. Ja, darum habe ich jetzt mal Blau und Orange genannt. Das heißt, wir wählen den Startknoten aus. Ich habe jetzt hier mal irgendwie so ein einfaches Beispiel von einem Graphen. Da sieht man nicht auf den ersten Blick, ob das Ding denn wohl bipartit ist oder nicht. Der ist jetzt nicht so schön gezeichnet wie das, was ich da eben hatte. So, und wir färben im Prinzip einen Startknoten blau. Da habe ich jetzt mal den ausgewählt. Ja, und dass man einfach sagt, okay, jetzt alle Nachbarn von den Knoten, die färbe ich jetzt orange. Jetzt mal irgendwie die, das sind die drei Nachbarn von dem Knoten. Ja, und dann für jeden dieser Nachbarn, da steht noch grün, ja, aber dann nehmen wir mal jetzt, ist ein Nachbar YJ von bereits blau gefärbt, muss es da heißen. So ist die Färbung nicht möglich und der Graph ist nicht bipartit. Ansonsten färbe alle Nachbarn YJ von XI in blau. Ja, also da muss. So, das heißt, wir gucken uns jetzt die Nachbarn an, färben die alle, die wir jetzt sozusagen von diesen bislang orangen Knoten erreichen können, färben wir blau und dann machen wir das Ganze sozusagen immer wieder abwechselnd. Ja, von den blauen aus gucken wir uns jetzt die Nachbarn an, die noch nicht gefärbt sind. Die färbe ich orange. Wenn sie schon blau gefärbt sind, dann ist das ein Fehler. Das heißt, da kann ich jetzt glücklicherweise alle Nachbarn, die ungefärbt sind, mit der Farbe Orange einfärben. Jetzt genau das Gleiche, wieder umgekehrt. Ich gucke mir die Nachbarn der jetzt orangen Knoten an, färbe die wieder blau. Und als letztes den. Und dann stelle ich fest, die eine Knotenmenge, das sind jetzt die blauen Knoten, und die andere Knotenmenge, das sind die orangen Knoten. Es gibt nur Kanten von orangen zu blauen, beziehungsweise von blauen zu orangen Knoten. Genau, in einem Dreieck kriegen Sie das natürlich nicht hin. Ja, wenn Sie den blau färben und dann den Orange färben, dann könnten Sie sich jetzt überlegen, wie färbe ich denn den nächsten Knoten? Ja, ausgehend von dem müsste ich den Orange färben, dann beißt es sich hier. Wenn ich den von hier ausgehend blau färbe, beißt es sich hier. Also das kriegen wir nicht hin. Das lässt sich verallgemeinern. Enthält ein Graph einen Kreis ungerader Länge, dann kann der Graph nicht bipartit sein. Das heißt, Kreis ungerader Länge ist einfach ein Kreis. Man startet bei einem Knoten, läuft irgendwie durch den Graphen durch, landet dann wieder bei dem Startknoten. Und wenn diese Länge dieses Kreises ungerade ist, dann kriegen wir es nicht hin, dass der Graph bipartit einfärbbar ist. Ja, kann man sich irgendwie überlegen. Ja, wenn ich hier einen Graph habe und hier ein bisschen angedeuteter Kreis, ich starte mit einer Färbung, blau, orange, blau. Dann komme ich irgendwann hier bei Orange an. Ja, und die Kante hier oben habe ich jetzt noch nicht berücksichtigt, hier, als ich den betrachtet habe, sondern ich laufe irgendwie hier so einen Kreis entlang. Dann komme ich hier an. Naja, Orange, dann muss ich den blau färben. So, und wenn ich jetzt zu dem zurück will hier, dann stellen wir fest, das geht nicht. Das heißt, in bipartiten Graphen gibt es keine ungeraden Kreise, beziehungsweise wenn es ungerade Kreise in einem Graphen gibt, dann kann der nicht bipartit sein.
Ja, wie kann man das jetzt systematisch machen? Und auch hier können wir wieder die Graph-Traversierung verwenden, etwas angepasst. Und zwar, indem man sagt, Entschuldigung. Muss ich jetzt gerade noch einmal durch hier. So, jetzt. Kleine Modifikation. Ich führe jetzt hier nochmal so ein Feld ein, wo ich quasi bei der Breitensuche ist ja der Gedanke, dass ich die Knoten, ja, sozusagen, oder den Graphen in seiner Breite durchsuche. Das heißt, es entstehen im Prinzip sowas wie so Schichten, die Knoten enthält, die den gleichen Abstand zum Startknoten haben. Ja, und ich sage mal, in der Schicht mit dem Marker 0 speichere ich die Knoten, die den Abstand 0 haben zum Startknoten. In L1 werden gleich die direkten Nachbarn von S vom Startknoten gespeichert. So, und dann färbe ich den hier im Rahmen der Initialisierung in Blau ein. Ja, und ich verwende jetzt keine Q. In diesem BFS-Durchlauf, sondern ich verwende hier quasi diese Listen. Lege mir hier zunächst mal eine leere Liste für das nächste, für die nächste Schicht an. So, und jetzt wähle ich die Knoten aus. Zu Beginn ist das nur der Startknoten, da wieder das gleiche, was wir eben bei der Breitensuche gemacht haben. Wähle die adjazenten Knoten aus, solange noch nicht discovered, setze ihn auf discovered, setze ihn oder füge ihn in die nächste Liste ein oder in die nächste Ebene ein, und dann je nachdem, wo ich mich befinde, ja, die Ebenen mit gerader Ebenenanzahl werden blau, mit ungerader Ebenenanzahl werden orange. Ja, das gebe ich hier irgendwie an. Ja, und wenn ich quasi ein Ding hier vollständig bearbeitet habe, das war sozusagen hier dieses L0, war unsere ursprüngliche Q, nur dass ich die jetzt auf mehrere Teile aufgeteilt habe. Hier betrachte ich mir immer sozusagen die aktuelle Ebene. Ja, hier trage ich die in die nächste Ebene ein. Hier erhöhe ich den Ebenenzähler und steige dann hier sozusagen in den nächsten Durchlauf der Weil-Schleife mit der dann nächsten Ebene ein. Das heißt, die wurde zuvor gefüllt, ist entsprechend nicht leer. Dann wird hier weitergearbeitet. Ja, machen wir das auch noch mal ganz kurz für den. Ich habe da jetzt so kleine Zahlen reingeschrieben. Wir starten mit dem, das ist die Ebene 0. Ja, das ist sozusagen hier dieser Index von diesem Feld L. Die nächste Ebene sind jetzt diese Knoten. Ja, das ist hier die Ebene Li plus 1. In diesem Fall bekommen die alle den Wert 1. Die nächste Ebene bekommt den Wert 2. Die werden alle blau eingefärbt. Die nächste Ebene bekommt den Wert 3. Die werden alle orange eingefärbt. Dann haben wir noch eine vierte Ebene. Und schließlich die fünfte Ebene. Ja, das sind genau diese Felder hier, L, I. Also auch eine einfache Anwendung der in diesem Fall Breitensuche. Ja, das hatte ich gesagt, der Algorithmus konstruiert ausgehend vom Startknoten diese Ebenen. L1 enthält alle Knoten, die direkt zu S adjazent sind. Das heißt, die haben den Abstand 1. Sind L1 und LJ, oder haben wir die Ebenen L1 bis LJ, dann enthält LJ plus 1 alle Knoten, die in keiner früheren Ebene, also hier auftauchen. Ja, denn wenn die hier auftauchen würden, dann hätten wir sie beim Befüllen hier gar nicht eintragen können, weil die bereits discovered gewesen wären. Das bleibt ja mit diesen Zuständen discovered und undiscovered und completely explored. Und was gilt noch für die Knoten, die wir hier eintragen? Die sind adjazent zu einem Knoten aus LJ. Ja. Das hatte ich auch gesagt, für jedes LJ enthält diese Ebene gerade, für jedes J enthält
diese Ebene LJ, gerade die Knoten mit Abstand J zum Startknoten S. Ja, und wenn T der BFS-Suchbaum ist und wenn wir zwei Knoten X und Y haben in T, die zu zwei Ebenen LI bzw. LJ gehören, wenn es ferner eine Kante XJ in dem Graphen gibt, dann unterscheiden sich I und J höchstens um 1. Ja, auch das ist im Prinzip eine Folge von dem hier oben und leuchtet, denke ich, sofort an. Ja, was haben wir noch für Eigenschaften? Wenn wir einen zusammenhängenden Graphen haben und wenn wir diese Ebenen konstruiert haben, ja, dann gilt, wenn wir den BFS-Durchlauf beginnen bei S, dann gilt eine der folgenden Aussagen. Es gibt keine Kante in G, die zwei Knoten einer Ebene verbindet, also innerhalb einer Ebene. Ja, und in diesem Fall ist G ein bipartiter Graph und die Knoten aus den geraden Ebenen können blau, die Knoten aus den ungeraden Ebenen können orange gefärbt werden. Kann man natürlich Farben auch vertauschen, aber so haben wir es, glaube ich, gerade in dem Beispiel gemacht. Und wenn es eine Kante innerhalb einer Ebene gibt, dann haben wir einen Kreis ungerader Länge und der Graph kann nicht bipartit sein. Ja, wenn wir sozusagen zwei Knoten haben, die innerhalb einer Ebene verbindbar sind, also wo wir eine Kante haben, ja, dann laufen wir quasi in dem Baum zu dem einen Knoten, gehen dann die Kante innerhalb der Ebene und dann können wir sozusagen über den Rückweg wieder zurückgehen. Das heißt, dann haben wir einen Kreis ungerader Länge, der ist auch ungerade, genau, wo wir eine Strecke zweimal gehen, plus die eine Kante innerhalb dieser Ebene.